Schade, schade, Marmelade. So, was haben wir hier noch? Verduftendes Gras haben wir noch. Ich würde sagen, wir machen noch eine Königskrabbe, damit ich halt zufrieden bin. Drei Stück hatten wir, drei Versuche gehabt und das ist eigentlich okay so. Wir sind jetzt schon Level 10, das ist echt beeindruckend. Und ab dem Moment werde ich dann auch gleich eine Akademie aussuchen. Das kann man ja mittlerweile auch hier unterwegs machen. Ne? Ist halt wie, wenn du am Handy bist und einfach nach einem Job suchst. Ne? Suchst nach einem Job, nach der Gruppe, wie auch immer. Komm, 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 komm. Irgendwas Geiles. Oh mein Gott, oh mein Gott. Krass. Krass, krass. Zaubergegenstand, Zusatzschaden. Warte mal, das muss ich mir kurz angucken. Das ist ja krass. Die haben ja schon wirklich viel. Und ich werde einfach das und das und gleich das aktivieren. Oh mein Gott, Königskrabbe. Nice. Nice, super. Schön. So, wir haben jetzt ja das einzige da. Dauerhaften Schaden bei. Alter, das ist ja voll OP. Krass. Schön. Schön, 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 schön. Gut, wir wollten ja eine Akademie einschreiben. Legendary. Wir nehmen einfach Legendary. Sind wir dabei. Ich hoffe mal, die sind ein bisschen gnädiger, wenn man halt nicht. Wir sehen auch gleich, wie viel Geld die einem geben. Es gibt da wirklich schon krasse Leute. Naja, 5 Silber ist okay. Ist okay bei der anderen, wo ich war. Gab es satte 10 und ich sag mal so 5 und 10. Das ist halt schon ein großer Unterschied. Ne? Vor allem am Anfang. Und das Schöne ist, ich hoffe mal, wir werden nicht so früh gekickt. Wir können auch mal in den RGBs gucken, also wie VR Legendary. Wenn ihr Spaß versteht, gerne Quatsch macht, werden wir uns gut verstehen. Gildenaufnahme ist ab Level 80 und 16 Jahre mit TeamSpeak. Gesucht werden aktive Leute, die sich gerne mit einbringen. Meine Resuppe sprecht einfach ein Gildenmitglied an. TS für AK ab Level 70 und 3 Tage AK-Zugehörigkeit. Das klingt doch gut. So, wir sind jetzt Level abgekommen. Ja, Fino. Ja, kann man machen. Ungezogene Grünling. Werden wir auch machen. Und wir können zwei Quests abgeben. Eine Quest können wir ab. Oh dear, oh dear, oh dear. Wir gehen erstmal zu den Skelett-Rekruten. Mich ärgert es wirklich, dass wir halt ja, nur 7 Tage und ich muss halt wirklich zügig sein und schnell sein, damit sich das auch lohnt. Ich sag mal so, morgen wäre auch ein Tag, wo sich das Ganze hier lohnen würde. Ungeöffnete Karte läuft jetzt sehr, sehr gut. Ich denke mal, es liegt wirklich an der 100er Jäger-Lizenz. Und wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich, dass man eine hat. Und wir haben jetzt die schon und das ist halt wirklich, wirklich krass. Ach, guck mal hier. Das Kartensystem funktioniert so, man sammelt eine Karte. Einige Karten geben halt Effekte, also Titel halt. Und die sind sehr, achso, kann nicht beim Weiten aktiviert werden. Hallo. Hallo. Und also ich erkläre das für einige, die das Spiel noch gar nicht kennen. Das Spiel, es gibt halt wirklich bestimmt wirklich Leute, die das Spiel gerade neu entdeckt haben und sich denken, oh cool, oh, wäre das schön, wenn jemand mir das mal erklärt, mich an die Hand nimmt. Ich hoffe mal, ich bin da der richtige Ansprechpartner. Verschwindende Dorfbewohner. Nehmen wir doch gerne mit Level 8. Also wir sind halt wirklich sehr, sehr schnell. Muss ich ja zugeben. Wir werden halt noch die Quest machen außer Grünlinge und eventuell duftendes Gras. Weil. Oh, 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 oh. Zack, 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 zack. Obwohl, wir könnten das schaffen. Dann nehmen wir noch das und das andere noch. Und dann haben wir das auf jeden Fall sehr schön. Zack, ist halt wirklich krass, ne? Und dann gehen wir noch nach. Uruga, wollte ich schon sagen. Gehen wir noch nach Rumen. Dann machen wir folgendes: Wir verkaufen alles, was wir haben. Ich sag mal so, wir finden halt vieles. Also, diese nennen sich ja, glaube ich, Metz oder so. Und es laggt halt. Ich hoffe mal, das. Ist nicht so auf der Aufnahme. Es wäre sehr, sehr schade. Und der Gute hier. Genau, stunt uns, ne? Also vor allem. So, und wir hatten sogar ein. Wie heißen die nochmal? Ein Shiny hatten wir gehabt. Das ist sehr selten mittlerweile geworden. So, nehmen wir nochmal die Beine in die Hand. Werden nachher nochmal, wenn wir die Hops gemacht haben, dann werden wir. Ach so, wartet mal. Wir wollen jetzt Gas und Stärke. Ja, Gas ist ganz, ganz, ganz wichtig. Vor allem für Jäger, damit wir halt Boni sehen, wie halt hier. Zielgenauigkeit und Ausweichen ist halt sehr, sehr essentiell. Ne? Ganz, ganz wichtig. Wir haben sogar einen Anwesenheitspunkt bekommen. Das ist auch sehr, sehr cool. Dauerhafter Schaden der Krieger. Es klingt so verlockend, das einzusammeln. Aber wir haben halt leider gar nicht so viel Inventarplatz. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Zaubergegenstand, Zusatzschaden. Alter, wie krass. Achso, wir sind ja Level 10, genau. Dann nehmen wir das.
Ach so, ja, krass, nehmen wir das an. Oh, also Karten, das ist halt schon echt geil. Und es werden noch andere Projekte folgen, ne? Also es ist halt, ich muss sagen, das werde ich auch im anderen Video noch sagen, also vergesst, also alle Karten, die man haben kann, das ist halt echt krass. Es halt, macht dann halt auch wirklich, wirklich, wirklich Spaß. Und ich werde halt kurz die Quest hier an, noch an, also abgeben. Wir sind halt ab. Sehr, sehr schön. So, also platztechnisch ist das schon eine Katastrophe, was wir hier gerade haben. Verleumderische Finas. Ah, verdammt, hätten wir mal warten müssen. Wiederholbar. Nee, medizinische Pflanzen, ja. Und wütender Wolf. Machen wir auf jeden Fall. Und Krankheitsübertragende müssen wir auch machen, weil ich glaube, es wäre 15 Uhr so macht man das. Es hat monoton, aber das werden wir sehr, sehr schnell merken. Fiesta Online ist ein Spiel, was auf Monotonie aufbaut. Irgendwie so, genau. 5 Silber. Wir haben jetzt 21 Silber. Das ist schön. Das ist gut. Weil somit können wir halt ein paar Bars kaufen. Wir können ein paar Gegenstände kaufen, damit wir halt was upgraden können. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Sag mal so, das Gelbe vom Ei ist es nicht, weil bei anderen Guild, anderen, also auf Isel, war das so, da hat man wirklich sehr, sehr viel bekommen. Und in die Mitte, die nehmen wir mit. Dann nehmen wir kurz das. Ja, die ist gut, die passt so. Dann schmeißen wir das weg. Obwohl, nehmen wir mit, können wir gut gebrauchen. Vielleicht gibt es ein bisschen Kupfer. Und dann haben wir wieder weiter Silber. Also ich habe Uplevel. Ich glaube 110er Bereich. Da gibt es eine Quest, die gibt. Sehr schön, da haben wir sogar das, was ich unbedingt wollte. Die Karte, die sehr, sehr gute Karte. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich ein paar andere Wölfe erledige, aber die ist halt so krass. Die gibt nämlich, glaube ich, Schaden. Nee, Crit und Geschwindigkeit. Und das ist halt wirklich, wirklich wichtig. Und wir nehmen noch ein paar Kräuter mit. Ich glaube, Kräuterblätter brauchen wir und duftendes Gras. Duftendes Gras nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Kräuterblatt. Duftendes Gras haben wir auch absolviert. Sehr schön. Ja, komm. Machen wir einfach. Machen wir einfach. Jetzt sind wir Level. Das ist übrigens, ja, sieht man, wir haben heute, ich habe heute den Charakter hier erstellt. Von daher. Ha. Ist halt schwierig. Dann das andere noch. Naja, ihr wisst schon. Jetzt gehen wir noch kurz. Damit die nächste. Da haben wir einfach mal die krasse. Die höchste. Also den neuen Ort. Als Portrolle. Das ist halt echt wirklich krass. Wirklich, wirklich krass, ne? Und übrigens, falls ihr mich mal anschreiben wollt, ich weiß gar nicht, ob das Geld kostet oder so, ich gebe es ein Postfach. Da kann ihr mir mal, könnt ihr mir ja schreiben. So richtig habe ich es noch nicht verstanden. Das gibt es halt schon ein bisschen. Ich weiß auch nicht, warum es. Magischer Briefkasten. Alles klar. Erklärt es also. Sehr gut. Exclusive. Legendary. Verkaufen wir alles. Können wir leider nur so machen. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie eine andere Tastenkombination gab. So, machen wir ein bisschen Silber, das ist sehr, sehr schön. Und das Inventar wird leerer, das ist noch viel, viel, viel besser. Das haben wir auch verkauft und ansonsten, ach hier, guck mal, das können wir noch verkaufen. Ist auch interessant zu sehen, wie schnell man Geld machen kann, ne? So, ihr Lieben, gut. Dann gehen wir nochmal schnell nach Elderin. Und zwar habe ich letztens, da ärgere ich mich immer noch, dass ich das für den anderen Charakter nicht gekauft habe. Und dann könnte man eigentlich auch mal was upgraden. Weil, ich sag mal so, Level 20 ist halt echt witzig. Ne? Das ist halt wirklich, wie kauft der denn hier an? Eieiei, das müssen wir auch noch verkaufen. Und sammeln, sammeln, sammeln. Wir müssen alles sammeln. Ich ärgere mich, dass wir halt auch kein Pet haben, was automatisch einsammelt. Gut, das Problem ist halt, es sammelt auch alles ein, was man eigentlich nicht bräuchte. Und ob das Sinn macht, I don't know. Aber ja, für Ruhm und Ehre. So, nimm das Teil wieder mit. Kupfererz. Ja, gut, haben wir halt angenommen. Gut, die andere Quest geben wir auch noch ab, damit der Opa Robin zufrieden ist. Ja, komm, mach aber auch. So, und dann kann man hier mit B und suchen, kann man nämlich das machen. Level. Zack, ganz unten. Und dann gehen wir noch ganz unten. Jetzt kommen wir weiter runter, 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 runter. Gut, man könnte auch mit Handelwaren hier was erwirtschaften, Geld, aber ich weiß nicht, ob das so Sinn macht hier auf diesem Server, weil wir nicht wirklich, also es gibt halt nicht, viel Geld ist nicht im Handel, muss man einfach sagen. Ich weiß nicht, wann das gelöst wird, wann das geändert wird, aber muss halt schon wirklich gucken, dass man irgendwie an Geld schnell rankommt. Krabbe. 25 Gold. Hier oben. Königskrabbe, 500 Silber, hätten wir halt wirklich legendärer Baum. Also ihr seht halt, Karten sind halt auch einiges wert. Reite kann man auch kaufen, was sehr, sehr cool ist. Schleim. Ja, mein Gott. Hätten wir auch sammeln können. Also ihr seht, also Karten werden auch öfters gekauft.
Was auch ziemlich cool ist. Und das ist halt wirklich krass, ne? Level 4, Level 8. What the fuck? So, Hose der... Und das war mir wichtig. Achso, das ist ein Bossbogen. Ja, den, da werden wir auf jeden Fall hinarbeiten. Und Stahlarmbrust plus 3. Ja, wir werden halt noch einiges tun. Krass. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Oh, der ist gar nicht schlecht. Gast noch drauf und dann ist er echt gut. Bosswaffen kann man echt gut gebrauchen. Ich denke mal, ab Level 30 werden wir uns einen holen. Mal sehen, wie die Reise hingeht. Und ich muss leider jetzt los, deswegen bin ich halt ein bisschen... Komm, machen wir noch das. Dann gehen wir kurz hier hin und kaufen uns ein bisschen Steinis. So, und dann will ich noch mal was gucken. Ja, das werdet oft... Ach, guck mal, wir können auch einiges verkaufen. Das mache ich nochmal schnell. Einen Moment. So, dann verkaufe ich das und das, das und das, das und das. Ruhe behalten, wir müssen halt eh sowas machen, das und das. Kräuterblätter behalten wir, zack, 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 zack. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben 23 Silber mit nichts erarbeitet, einfach so Quest gemacht, gelevelt, zack, 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 zack. Das Schöne ist, wir bekommen auch einen Akademie-Buff. Also ihr sucht euch eine aktive Gilde, die AK-Linge hat, die fleißig sind beim Level und dann habt ihr halt immer 5%. Angriff und Verteidigung. Wir haben jetzt 132, also das ist halt wirklich gut, ne? Auf dem Level ist es echt nicht schlecht. So, Akademie, finanzielle Belohnung. Eieieiei. Oh! Wie gesagt, 5 Silber ist halt nicht doll, aber naja. Gut, Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal werde ich mich näher vorstellen. Wir werden weiter leveln. Und ich werde auf jeden Fall den anderen Charakter auch noch voranbringen. Ich werde das halt irgendwie parallel laufen lassen. Mal sehen, wie das vonstatten geht. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Sibi. Tschüss.